Oh Gott, das ist schlecht. Das ist extra für die Treppe. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal was ganz Neues, auch für mich. Ich habe es euch hier letzte Woche schon gesagt. Ich gehe heute mit meinem Mann arbeiten, beziehungsweise einfach mal mit. Ich habe auch danach, deswegen habe ich jetzt nicht wirklich Arbeitsklamotten an. Wir haben danach noch eine familiäre Sache, weil der Neffe meines Mannes heiratet demnächst. Und heute ist die Brautgabe, die, Mitgift geben wir heute der Braut ab. Deswegen ja, direkt im Anschluss geht's dahin. Auf jeden Fall, ja, wollte ich euch heute mal mitnehmen zu einer Wohnungsauflösung. Wie mein Mann das so macht, er bringt mir ja so oft Schätze. Ihr habt das ja schon sicherlich öfters mitbekommen. Und das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt mitgehe und mitkramen darf. Weil sonst schickt er mir immer Bilder oder bringt dann mit und dann krame ich dann ja in der Garage rum und so. Und deswegen, ja, diesmal darf ich direkt mit und schauen, was ich so ergattern kann, was ich haben möchte. Und ja, ich nehme euch mit. Das ist ganz normal klassisch, das, was du, kannst ja kurz herkommen, ja. Das mal erklären. Das ist ja eigentlich das, was du am meisten an Aufträgen hast, ne? Ja, also solche Wohnungsauflösungen sind eigentlich in den meisten Fällen, ist es so, dass meistens es ältere Menschen sind, wie jetzt auch in dem Fall, der jetzt ins Altersheim gekommen ist. Oder und verstorben. Die Familie oder verstorben, entweder eins, ne, ist meistens so die Fälle und die Familienmitglieder kümmern sich dann ja um die Wohnung oder das Haus und in dem Fall ist hier auch der Herr ins Altersheim gekommen und der Sohn hat jetzt uns, sag ich jetzt mal, beauftragt, die Wohnung auszuräumen. Das heißt, alles, was in der Wohnung jetzt dagelassen wurde, was die Familie nicht selber mitgenommen hat, ist eigentlich für den Sperrmüll. Also es muss alles entsorgt werden und dann wird das ganze Wesen rein hinterlassen, so dass die dann auch die Wohnung entweder kündigen oder was auch immer die damit vorhaben. Und wir schauen, was können wir behalten, was können wir eventuell weiterverkaufen, solche Sachen. Ja, so funktioniert eigentlich das Ganze. Das sieht man auch ganz oft, sieht man solche Verkäufer auch oft Flohmärkten, die eben kistenweise solche Sachen verkaufen. Und es ist wirklich manchmal sehr, sehr schade, wirklich, wenn man sieht, was eigentlich alles da weggeschmissen werden soll oder muss, ist manchmal auch sehr traurig. Ja, also, los geht's. Den Vordergrund soll ich nehmen. Okay. Strom ist. Nee, doch, wir haben Licht. So, okay. Ja, haben wir zum Beispiel ein. Weiß ich nicht, kenne mich nicht aus mit Gemälde. Ölgemälde. Was das ist. Leute, Louis Vuitton. Aber von Eyck. Medium kramt schon rum. Warte, warte, ja, noch. Papa, ich brauche Handschuhe. Das würden bestimmt die Mädels wollen. Ja, kannst du mitnehmen. I mean, why not? So, wir starten jetzt mal. Die Wohnung ist okay. Also es gibt ekligere, ne, Pigment? Also es ist jetzt nicht eklig, es ist jetzt ganz normal von einem älteren Menschen. Wir legen mal los, hier ein bisschen rumzukramen. Medium läuft schon durch die Gegend. Das ist jetzt auch das erste Mal mit dabei. Eigentlich bist du die Kamerafrau hier heute. Ja, es ist schon, ich finde immer, ich gerade auch so wie ja, öfters, wo ich dann in Sachen gekramt habe, die ihr mitgebracht habt, wo wirklich so ganze Familienalben und so drin waren. Ich finde das schon so ein bisschen traurig, wie so das Leben eines Menschen einfach so auf dem Müll landet. Aber was soll man machen, ne? Einer muss es ja machen. Ich finde es umso besonders schön, wenn ich dann Dinge so behalte, wo ich weiß, das hat schon jemanden gehört, das hat irgendwie so eine Geschichte. Ich finde das auch irgendwie schöner. Und ich finde es auch wirklich vor allem sehr schade, wenn man die Sachen so auf den Müll wirft. Gerade Dinge, die eben noch schön sind, die man gebrauchen kann.
Ja, deswegen. Wir haben leider nicht so viel Zeit, eigentlich so Flohmarkt zu machen, wo wir das wirklich öfters machen müssten, weil wir selber auch viele Dinge haben von uns aus. Aber ja, mal gucken. So, ich bin gerade so ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wir fangen mal einfach irgendwo an, ne? Wo wollen wir als erstes stöbern? Ah, da steht was drauf. Bügum. Bügum? Was? Bügum. Nee, willst du das haben? Nee. 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 Ist noch einer. Oh, die ist voll süß. Hier, bei dem eine Handtasche für dich. Nee, danke. Noch D-Mark. Oh mein Gott, D-Mark-Zigaretten. Vielleicht sind die wertvoll. Hier, 4 D-Mark 80 Zigaretten. Wow. Ich glaube, der hat die wahrscheinlich aus Nostalgie behalten oder so. Die Lampe. Die ist süß, ja. Hier ist viel zu tun mit dem Timer. Zeig mal. Ja, sowas singst du jetzt auch wieder, ne? Weil die ist wirklich süß. Die ist voll süß. Ne? Die will ich mitnehmen. Ja, ich finde die Details hier oben hier sehr schön. Mhm. Ja, doch, die hat was Hübsches. Die ist cute. Ja? Okay. Oh, hier, guck mal, der Hocker ist aber auch praktisch. Schön, finde ich, so ein Holzhocker. Ja. Ist auch ganz nice. Oh, hier, du hast einen passenden Louis Vuitton-Gürtel für dein Portemonnaie, Miriam. Ey, der ist aber, sieht original aus. Nee, der hat innen nichts. Bedauere ich. Hier, Louis Vuitton. Wow. Hier für Ahmed eine Uhr. Louis Valentin. Was? Louis Valentin? Ja, nicht Louis Vuitton, Louis Valentin. Was ist das? Ich glaube, das ist ein bisschen. Das ist ja hässlich. Ja. Hässlich, aber. Ah, das ist was für dich, Tempik. Ach, die ist ja süß. Hier, das kleine Wäschen. Nehme ich mit, das finde ich süß. War auch schon ganz schön oldschool, noch ein ganz verpackter Mixer. Sowas lässt sich gut verkaufen. Der ist zwar schon so ein bisschen ein älteres Modell, das ist wahrscheinlich noch zu D-Mark-Zeiten, aber ist ein Philips-Standmixer. So, jetzt sind wir in der Küche. Oh, guck mal. No. Fernglas? Der ist gut. Diese Tablettblase? Schussepet. Wo? Ja, ist süß, aber brauche ich nicht. Man hätte immer die Schuss. Das ist eigentlich ganz süß, aber. Oh. Ja, aber diese Herzchen gefallen mir nicht so. Eigentlich ganz süß. Komm nee. Ja, eigentlich ganz süß, aber ich habe viele von diesen Sachen. Ja. Koffer. Alte Kassetten. 30 Jahre von 1965, Popmusik. Gibt es aber Leute, die suchen sowas. Die Lampe ist eigentlich ganz cute. So eine Stehlampe, biegbare. Rumrutscht. So. Ist auch ganz süß mit einem Grünchen. Das könnte gut sein. Finde ich cute. Oh, wieder Kram, ey. Ich glaube, für mich wäre dieser Job nichts. Es ist mir zu viel rumgekramt. Du hast alles so vollgestopft, die ganzen Schubladen. Boah, ey. Ganzen Fotoalben. Da waren sie anscheinend auf einer Safari. Also Tierbilder. Guck mal, da
Ja, das ist normale alte Batterien. Das ist noch so ein Spiel des Wissens. Ja, okay, die sind süß. Guck mal, also sowas, ne, von damals. Sowas von damals ist jetzt halt wieder richtig, ja, modern nenne ich es jetzt mal. Solche Leinen-Tischsets. Schaut mal, wie schön die sind. Aus Leine mit Spitze. Das ist wunderschön. Hier, ich habe was Cooles. Oh mein Gott, eine Mini-Nähmaschine. Ja, einfach eine Mini-Nähmaschine. Und dann noch von Singer. Die ist gut. Cool. Das ist voll praktisch, wenn du. Ah, kannst du selber deine Abaya kürzen? Einfach bügeln, so, das wie du haben willst. Und dann einfach so, ist ja nur umnähen. Ah, mein Stückchen, guck mal. Lass mal gucken, ob die funktioniert. Halt mal kurz fest. Oder auch benutzt. Das ist mit Batterie, glaube ich. Da ist jetzt keine Batterie drin. Also auf jeden Fall finde ich das praktisch. Was ich schon länger kaufen wollte und jetzt hier gefunden habe und nicht kaufen brauche, ist ein Schnellkochtopf und dann auch noch von Weyermeth. Ich glaube, die kosten so um die 180 Euro oder so. So ein Schnellkochtopf von WMF. 6,5 Liter auch noch. Ey, perfekt. Ich wollte die ganze Zeit einen Schnellkochtopf. Das ist nagelneu. Also ist echt nichts Altes, sondern wirklich ein neues Modell. Krass. Ich weiß nur nicht, wie der aufgeht. Jetzt muss ich nur gucken, wie der funktioniert. Also es ist wirklich viel, gerade so bei älteren Menschen. Die haben wirklich viel Zeugs. Die bewahren wirklich viel auf. Und hier gibt es auch noch so lauter kleine Kammern und so. Hier ist eine Miele-Waschmaschine. Das ist so eine, ich weiß nicht, wie man die nennt, Toplader oder so? Toplader, ne? So von oben. Willst du die haben? Ja, weiß ich nicht. Zur Not jetzt erstmal? So. Keine Ahnung, ist Miele. Miele ist immer gut. Miele kann ja, 50 Jahre alt sein. Ja. Medium kramt hier in so Schwarz-Weiß-Bildern. Das ist natürlich schön, wenn man damit sowas machen will, ne? Was würdest du damit machen? Bildern? Irgendwas? Ja. Das ist schön, wenn es so Bilder sind jetzt von Gebäuden und sowas, ne? Das ist manchmal ganz schön so Schwarz-Weiß-Bilder. Damit kann man schöne Sachen machen. Ah, hier, guck mal, was ist das? Ein Wasserfall, ne? Hm. Ja, das ist schön. Kann man schön als Deko benutzen für irgendwas. Irgendwelche Projekte. Ja, aber das ist das, was ich meinte. Es ist schon krass, ne? Wie so einfach so eine ganze Vergangenheit einfach so, ja, in den Müll geht. Aber es ist halt auch total interessant. Ja, jetzt kriegt man so einen Einblick. Kein Schatz. Danke. Mach auch alles ab. Kann man jetzt nicht hier. Du unterwegs. Oh, das ist süß. Dodo? Ich bin gefolgt in den 90er, 80er Jahre Küche. Oh, du kannst es so schön. Doch, hier, sprich mal. Es ist langsam Zeit, dass wir rüber müssen. Deswegen mache ich hier jetzt Schluss. Also ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr viel und viel zu tun. Das machen dann die Männer. Ich habe gekramt, was ich kramen konnte. Und zeige euch dann später zu Hause nochmal die Ausbeute von mir. Mein Mann hat hier auch wieder seine Kisten. Deswegen manchmal, man wundert sich, warum. Der hat jedes Werkzeug, was es gibt, ne? Warum? Weil er jedes Mal irgendwas mitnimmt, was er gebrauchen kann. Oh, süß. Aber voll schön eigentlich. Aber da fehlt was. Nee, ist nicht Emaille, ist Plastik. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr viel. Wenn man irgendeine Schublade aufmacht, lauter Papiere, lauter irgendwelche Sachen und Fotos und so weiter. Ja, vielleicht habt ihr ja mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Ansonsten machen den Rest die Männer. Die machen einfach zack, 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 alles so
in den Wagen rein und dann wird alles entsorgt. Aber es ist sehr viel. Viel und manchmal auch schade, aber man kann halt auch nicht alles behalten oder sich drum kümmern, das jetzt alles zu verkaufen, weil das ist auch viel Arbeit, das dann zu nehmen, dann irgendwie auf den Flohmarkt bringen und wieder hin und zurück schleppen, ist auch alles viel Arbeit. Deswegen ist oft so, dass man bei diesem Job einfach alles nimmt und entsorgt. Da muss man halt auch wirklich dann nochmal die extra Zeit und Arbeit investieren. Aber auch so für mich interessant, einfach mal bei anderen Leuten da einfach so rumzustöbern. Ja, ich hoffe, für euch war es auch ein bisschen interessant und wir sehen uns später wieder. So, meine Lieben, heute ist Samstag. Ich wollte schon Freitag sagen. Auf jeden Fall ist bei unserer Moschee ein Sommerfest. Mein Mann ist gerade aus der Arbeit gekommen, der ist fix und fertig. Der hat keine Kraft mitzukommen. Die Jungs haben auch nicht so die Lust. Die kränkeln auch so ein bisschen. Die bleiben zu Hause, aber die Mädels nehme ich mir jetzt mit, denn ihre große Schwester wartet da dort auf die. Denn Miriam wartet dort auf uns. Ich kann nicht mehr reden. Sie hat nämlich einen Henna-Stand, wo sie Henna-Tattoos macht oder Henna-Bemalung. Den Mädels hat sie gestern auch die Hände bemalt. Zeige ich mal gleich, sieht richtig schön aus. Da gehen wir jetzt hin. Wow, jetzt ist noch ein bisschen orange, ne? Das wird jetzt noch mal ein bisschen dunkler, ein bisschen brauner, ne? Aber eigentlich ist das auch schon so die richtige Farbe. Guck mal, das macht Medium alles freihändig, ne? Ohne Schablone, ohne nichts. Wow. Ich lasse mir vielleicht auch noch halt eins machen. Mhm. Wenn Medium noch die Kraft dazu hat, ne? Wow. Kann man da langlaufen, weil da so ein Traum? Nee, auf die Straße. Okay, ab da finden. Ja, finden wir schon. Salam aleikum, Medium. Hola, Gessin. So. Also, was ist besser, links oder rechts? Hier hast du nichts. Ja, ne? Ja, genau. Also machen wir linke Hand. Na, iss mal dein Eis auf und dann kannst du loslegen. Ja. Mach jetzt nicht so riesig. Irgendwas. Ich mach das hier. Meine Finger nur. Ja? Mach mal einfach mal. Sollte jetzt einen schmecken? Das hier, oder? Ja, das muss auch. Nee, aber kannst du behalten. Wenn du mit Schellen kannst, dann schon. Ja, warte. Hey, aus dem Weg, ihr Weg, Essen, weil. Sehr gut. Petrostraße, 269 Euro. Ich höre du einfach. Fertig? Ja. Wow, cute. Dankeschön, ja, das ging doch schnell. Dankeschön. Das ist hier die Knoblauchtomate. Schön, wie bei Karnes. Knoblauchtomate bei Karnes. Das hat auch so einen rosa Stich. Seht ihr das? Ja. Auch wie das duftet, ne? Mag ich nicht, die Kratet. Das riecht auch so intensiv. Schon gesellig in der Wasser. Wie stolz man so auf seine eigenen angepflanzten Gemüse sein kann, ne? Als wenn man so ein Kind bekommen hätte. So, ja, guck mal, ja, wie wunderschön dieses ist Baby kind, ist. Da ist ein Tomate ist ja was, ne? Schon ein bisschen Lina. Ja, da noch ein Kind. Da. Ja, oh, das ist aber, das ist auch bestimmt so 600-700 Gramm, ne? Mit dem Baby, warum hast du das Baby nicht gelassen? Guck mal, wie viel noch dran ist jetzt. Guck mal so. Ich habe jetzt, Warte mal, die ganzen Blätter. Guck mal jetzt hier. Du siehst ja dieses. Wo ist das? Was? Ich konnte jetzt eine Woche lang nicht jetzt hier was machen. Ja. Hat angefangen jetzt hier. Guck mal, hier das. Hier. Ah. Guck. Ja. Siehst du das? Ja. Schimmel. Schimmel. Ah, okay. Weil die nicht Luft gekriegt haben. Ja. Die ganzen Blätter sind übereinander gewachsen.
Ja. Konnten keine Luft holen und hat angefangen zu schimmeln. Jetzt habe ich die wieder ein bisschen befreit. Vielleicht retten wir das noch, dass dieser Schimmel weggeht. Ja. Guck mal. Achso, hier sehe ich es auch jetzt. Rechts und links habe ich kahl geschnitten. Siehst du das? Ja. Ja. Ich brauche Hilfe. Dann mache ich jetzt noch, was ich noch nicht gemacht habe. Guck mal, wie viel da versteckt ist. Guck mal. Ah, ja. Was ich ja jetzt noch nicht gemacht habe, sind passierte Tomaten. Dann werde ich das nämlich auch machen. Hello! So, ja, hier sind ja noch viele Tomaten, ne? Adamım. Adamım benim. So. Du siehst ja, was alles so versteckt ist. Ja. Guck mal da durch. Ja. Guck mal. So, jetzt brauche ich Hilfe. Okay. Guck mal das hier, guck. Einfach weg jetzt. Ja. Da sollen noch nicht die anderen Früchte jetzt die Kraft wegnehmen. Ja. Guck mal. Siehst du das? Weg. 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 Krankheit weg. So. Hier noch. Ah. Die Seite auch noch. Aber so, jetzt habe ich die auseinandergenommen wieder. Jetzt haben sie wieder Luft. Gurken sind auch ganz schön viele, ne? Ja, Gurken sind auch soweit. Alle. Ich habe gestern oder vorgestern 7 Stück genommen. Ja, die essen wir ja die ganze Zeit. Morgens auch. Die Kinder holen mir morgens immer eine frische Gurke. Packe ich den immer in die Lunchbox mit rein? Die hast du bestimmt nicht gesehen. Nee, die habe ich echt nicht gesehen. Wow. Die sieht man ja auch nicht. Ja, aber das sind echt schöne Gurken. Kannst mir nächstes Jahr wirklich auch wieder die gleichen machen. Ja. Das sind so richtig schöne, lange... Ach so, ich habe euch gar nicht gezeigt, wie mein Henna heute aussieht. Gestern war das orange, habe ich auch nicht gezeigt. Ne? Erstmal ist es immer orange, nach einer halben Stunde trocknet es ein. Und dann kann man es so abrubbeln und dann war das orange. Edith, komm. Hallo. Ja, bei dir. Meine Abendrunde gedreht, weißt du? Sehr schön. Man soll ja immer ein bisschen laufen, ja, bevor man isst. Ja. Oder auch danach, ne? Oder. Das ist eine Knoblauchtomate, die habe ich ein bisschen eingerissen. Das scheint nicht, die mache ich gleich heute. Ja, schneidest du hier die Hälfte? Ja, nächste Mal. Wa? Ich bringe dir die Beule wieder. Der andere hängt immer noch an meine Finger drüber. Ja. Danke. Ach, wir haben auch so viele Beutel. Der Lauch sieht auch schon gut aus. Demnächst, falls ich Lauch brauche, aber ein bisschen kann er noch ruhig wachsen. Okay. Heute gibt es Aubergine und morgen gibt es wieder Böhnchen. Und wie sieht's aus in der Wohnung? Ist noch viel zu tun? In der Wohnung ist noch, wir sind fast durch. Wohnung ist fast fertig, also ist fertig sozusagen. Noch ein paar kleine Teile. Und dann ist noch das Keller noch. Ach, der Keller noch. Da können ja noch einige Schätze noch rauskommen. Ja, guck noch, ob da noch die flachen Teller sind, passend zu dem anderen Geschirr. Die flachen Teller habe ich im Kopf. Ja. Die haben mir dir gefallen. Ja. Wie groß die ist? Na okay, die kannst du schon ernten. Hier ist der ganze Mangold. Bin mal gespannt, wie das Essen daraus schmeckt. Ja, schmeckt sehr lecker, ne? Ja. Das muss ich machen. Es sind auch noch viele Zucchini-Blüten, also das geht auch noch weiter. Hier ist der Palmkohl. Der sieht auch gut aus. Hier sind auch noch die Peperonis und so. Chilis.
Und hier ist der Toplader. Bringst du den gleich in den Keller, dass ich wenigstens, solange die andere Waschmaschine nicht funktioniert, wenigstens den benutzen kann? Wir haben gerade geguckt, der ist 5 Kilo. Also immerhin. Ne? Ich meine, es ist jetzt ein älteres Modell. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich meine, Miele ist immer gut. Alte Sachen sind eigentlich theoretisch immer besser, sagt man. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt viel, ob der mehr Strom verbraucht oder sowas. Keine Ahnung. War das im Keller? Nein, in der Wohnung. Das in der Wohnung drin. 70er Jahre. Ja. Die hat es ja schon alle geguckt. Ja, die anderen habe ich alle gesehen. Auch, guck mal. Mhm. 70er Jahre. Ja, da gibt es bestimmt sehr gefragt. Leute, die das schön finden. Die fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Die will ich auch nicht weggeben. Die will ich hier für das Gewächshaus. Mhm. So. Hübsch. So, jetzt können wir, wenn du willst, weiter gucken. Du hast ja nicht richtig geguckt. Ja. So zum Beispiel. Ja, ist süß, aber das ist, wie gesagt, alles ein Komplettteil. Ich habe ja so viel. Das hast du. Das habe ich gesehen. Da habe ich das in der Hand gehalten und dann habe ich ganz lange überlegt, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und dann dachte ich, ich habe zwei davon. Nein, und warum dann noch ein drittes? Aber das ist schon was. Ja, ist WMF. Das ist was Besonderes, wenn ja, du es schon in die ist Hand von WMF, ist, ja. Ist versilbert schon. Ist schön. Ja. So, die Löffel hast du ja davon zu wenige da. Ah ja, das ist gut, diese langen Latte Macchiato-Löffel. Die fand ich auch so gut, weil was auch so viele sind, kannst du diese alten, diese Spitzen zum Beispiel aussortieren. Nee, die anderen sind auch noch gut. So. Aber Löffel ist. Das fand ich schön. Ja. Das finde ich auch schön. Fand ich auch jetzt schön. Aber wie gesagt, ich bin ja so, es ist so viel, dass ich immer denke, okay, es ist zwar schön, aber brauche ich es jetzt wirklich? Das habe ich auch so viele Platten. So viele Platten, die du mir mitgebracht hast. Der Schrank quillt. So, und das fandest du nicht gut. Ah, hol mal das raus. Das fandest du nicht gut? Nein, brauche ich nicht. Das auch, leg mal rüber. Ja. Das ist was? Wieder deine XXL-Tasse? Okay, XXL-Tasse. Das hier finde ich gerade interessant. Das ist toll, ja. Das, obwohl, die hat auch was. Warte mal kurz, Moment mal. Lass mich mal erstmal die Hand freilegen. Also das gefällt mir, weil das so ein Wasserkrug ist. Und das ist auch, Das gefällt mir. Jetzt fällt es mir nicht ein. Du siehst ja, wie leicht der ist. Dieses Brokatglas oder wie nennt sich das? Das hat so einen Namen, ne? Das hat so einen Namen, ja. Mhm. Okay, das finde ich ganz hübsch. Das ist echt Kobold. Ja, das ist wie bei den anderen. Aha. Ötschicki. Handgemalt. Ötschicki. Doch, die gefällt mir. Gerade die Bemalung finde ich richtig schön. Die stelle ich mir aufs Regal. Ja. Das fandest du kitschig, ja? Ja, nee, nicht kitschig. Es ist jetzt, es ist hübsch. Aber einerseits, ja, Anja, ist was das sehr hier ein? Aber so. Sag mir jetzt, wo ich das hinstelle, was ich damit mache. Da ist kein Gold. Oh, da ist kein Hocker wolltest du haben, ne? Welchen Hocker? Schön aus Holz. Ja, ich denke, der ist eigentlich ganz gut, wenn man so einen Hocker braucht, oder? Aus echt Holz, ja. Ja, der, kauft man jetzt so einen Hocker. Der hat was. Der Ikea-Hocker kostet auch schon 30 Euro. Dieser andere, was der werden. Der hat was. Der ist schön. Kannst du ein bisschen sauber machen? Das gehört ja auch noch dazu. Ja, ich habe es gesehen. Also wie gesagt, ich habe so viel davon und das haut mich jetzt nicht so vom Hocker, dass ich sage, ich tausche es jetzt gegen was anderes. Weil da müsste ich gegen was anderes tauschen. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich habe keinen Platz mehr. Es quillt alles über. Das ist nicht meins. Das würde Mutter gefallen. Deiner Mama, ne? Ja, die habe ich vor, wenn die jetzt kommt, sie zu überraschen mit solchen. Ja, pack mal was zu. So. Stimmt, deine Eltern kommen ja bald. Ja, ja. Ja, wir haben bald Hochzeit in der Family. Ein Enkelkind heiratet. Und die Großeltern kommen endlich aus der Türkei. Wann waren die letzte Mal hier? Das ist schon wieder sehr lange her, ne? Ja, das ist schon lange her wieder. So, jetzt geht's hier weiter, wenn du möchtest. Oh, okay. Mein Akku ist leer. Also die wolltest du nicht machen? Nee, das habe ich gesehen. Das brauche ich nicht. Das, was du gesehen sagst. Ja. Diese? Nee. Das sind Sammlertassen. Ja, dann gibt es die Leute, die das guck mal, wie leicht. Guck sammeln. Mal, fast ja. Mal. Das ist echt. Das mache ich zu schnell kaputt. Sowas. Echt japanische. Solche habe ich mir auch länger angeguckt, weil ich das schön fand, weil das auch von Hüpfenreuter ist. Ja. Das hier auch. Aber es ist halt trotzdem, ich habe halt sowas alles, ne? Hütchenreuter, ja. Deswegen dann lieber jemanden, der das jetzt nochmal gebrauchen kann und wertschätzen kann. Hat aber was, ne? Der macht aus, ja. Ohne das. Das sieht so süß aus, die Lampe. Die ist wirklich süß. Und hat es was? So ein Hand? Wie ist das? Die ist irgendwie überall touch. Ah!
Hä? Das ist ja nice. Also egal, wo ich anpasse. Wie cool ist das denn bitte? Oh, lass mal ohne Licht, dann sieht man die jetzt schön. Hast du so sauber gemacht. Kapat? Och Mann, die sieht richtig toll aus. Die sieht richtig schön aus. Das ist wirklich, die ist wirklich toll. Ich zeige euch jetzt mal, was ich alles behalten habe. Ein Teil habe ich euch ja draußen schon gezeigt, ne? Da habe ich noch mal ein paar Löffel genommen. Diese eine kleine blaue Vase war noch mal so schön. Ja, und jetzt zeige ich euch mal noch so ein bisschen die kleinen Sachen. Highlight überhaupt. Also ich muss sagen, in der Wohnung war jetzt nicht so viel Geschirr. Heute ist übrigens so, ich glaube, der letzte Tag, dann sind die fertig. Denn heute ist noch mal der Keller dran. Also das habe ich euch nicht gezeigt, ne? Da war noch mal ein kompletter Keller. Also es war echt viel zu tun und auch nochmal so zur Info, damit ihr wisst, also ihr habt ja gesehen, das war ja komplett möbliert. Wir machen das immer so, beziehungsweise die Männer machen das immer so, dass die direkt auch rumfragen, wer etwas braucht, der kann direkt mitnehmen, falls jemand eine Couch braucht, ein Bett, ein Lattenrost, Möbel, Schränke, das wird dann direkt einfach verschenkt oder eben auch an Bedürftige weitergegeben, weil es ist halt einfach schade, es sind oft wirklich sehr hochwertige Sachen. Es wäre wirklich schade, wenn so viel eben auf dem Sperrmüll landet. Deswegen schauen die halt immer, was können die weitergeben, verschenken an die Menschen, die das gebrauchen könnten. Und alles andere, ja, gucken wir dann, ne, was wir so behalten. Und der Rest muss dann halt auch leider auf den Sperrmüll. Aber ja, ich hoffe, dass er mir heute noch aus dem Keller findet. Denn er hatte mir, ich habe gesagt, in diesem Haus war jetzt nicht so viel an Geschirr, was sonst so oft rauskommt. Wirklich so altmodisches Geschirr, was ich ja so extrem liebe. Ne? Ihr kennt mich ja. Also all mein Geschirr, was ich besitze, ist wirklich nicht gekauft. Das ist alles das, was mein Mann mir mitgebracht hat. Und ja, da die Kinder auch immer die Spülmaschine einräumen, ausräumen und so, gehen öfters mal Teller zu Bruch. Also ich habe mein Set da hinten mit meinem Zwiebelmuster, wo ich genug habe, wenn ich mal den Tisch für alle decken will und wir irgendwie noch Besuch haben. Aber ansonsten habe ich kaum noch 10 heile Teller von irgendwas. Deswegen war ich sehr glücklich, als er mir nochmal ein 12er-Set von diesen Tellern gebracht hat. Das waren Suppenteller und kleine Teller, da fehlen die flachen Teller noch. Ich meinte, guck noch im Keller, vielleicht kommen die noch raus. Ich fand das eigentlich ganz süß mit diesem, ja, rosanen Muster. Die Marke kenne ich jetzt nicht so, sagt mir jetzt nicht so. Ich habe ja ganz viel Villaroy und Boch, Rosenthal, ja, sowas alles. Das ist jetzt Stadt, Lanz, Stadt, Lenzfeld. Ja, sagt mir jetzt nicht so viel, aber ja, hat mir trotzdem gefallen. Dann, was ich eben da noch draußen gekramt habe, diese schöne Dose. Eigentlich diese Kristallgläser-Sachen sind jetzt nicht so meins, aber ich finde doch schon, wenn man so vereinzelt diese Sachen hat, finde ich es doch sehr, sehr schön. Vor allem hier hat mir das irgendwie, ja, sehr gefallen für Zucker oder Süßigkeiten oder für irgendwas. Und auch das hier fand ich jetzt sehr special. Also so die Farbe. Ich fand den Krug jetzt sehr schön. Ich tue ja auch gerne immer so Blumen und so weiter in Krüge rein. Deswegen halt nicht nur, wenn wir uns da eine Zitronenlimo machen oder so, sondern auch so als Vase nutze ich das sehr gerne. Fand ich irgendwie schön. Was anderes, was ich noch nicht habe. Deswegen habe ich das jetzt auch behalten. Highlight überhaupt. Also Highlight ist wirklich dieser Schnellkochtopf. Ich wollte ja eh schon die ganze Zeit einen Schnellkochtopf kaufen. Und jetzt, ich habe den schon benutzt. Und jetzt, wo ich den auch benutzt habe, sage ich auch, oh mein Gott, das hätte ich viel früher gebraucht. Warum? Ey, manchmal ist es auch so, ne? Ich bin, kennt ihr bestimmt, bin da manchmal so spät dran mit Kochen und dann fange ich zu spät an zu kochen und manche Sachen sind schon, die auf dem Herd 1 bis 1,5 Stunden köcheln müssen. Und dann habe ich letztens hier alles reingemacht. Das war dann auch wieder ein Eintopf mit den Stangenbohnen und Fleisch und Kartoffeln. Oh mein Gott, das war innerhalb von, weiß ich, 20 Minuten alles butterweich, was ich normalerweise so schmoren lasse. So, ja, wie gesagt, mindestens so 1,5 Stunden. Boah, also da bin ich so froh über diesen Schnellkochtopf, vor allem, weil der eben so groß ist mit seinen 6,5 Litern. Ich hatte nämlich schon gesucht und irgendwie hatte ich keine großen gesehen, sondern meistens waren die mir dann zu klein und dann dachte ich, weiß ich jetzt nicht, welchen soll ich denn jetzt nehmen? Ich konnte mich da nicht entscheiden, weil ich da auch so ein bisschen Respekt habe vor diesen Schnellkochtopf-Töpfen. Oh Gott, ja. Deswegen, ja, aber hier fand ich das auch super, wie das funktioniert und war jetzt auch ganz einfach und ist mir nicht um die Ohren geflogen. Von daher bin ich super happy. Also das ist wirklich mein Highlight. Ich habe auch online geguckt, ne, das Teil kostet 180 Euro. Also es war wirklich, das war wirklich mein Highlight und das ist wirklich nagelneu. Also man sieht, der ist eigentlich so gut wie gar nicht benutzt worden. Also wirklich ein tolles Highlight, würde ich sagen, aus der Entrümpelung für mich. Für uns. So, das hat mir dann ja nochmal, ich weiß nicht, das habe ich gar nicht gesehen, ne? Das kam dann irgendwie im Nachhinein, aber ich glaube, wahrscheinlich war das auch im Keller. Einmal so ein Brotkasten. Ich habe keinen Brotkasten. Ich lagere ja meine selbstgebackenen Brote immer in einem Leinbeutel.
reicht bei uns ganz gut, weil wir unsere Brote ja immer ganz schnell aufessen. Aber ich dachte, ich kann das mir hier in dieses Regal reinstellen. Muss ich nochmal schön sauber machen. Fand ich jetzt optisch eigentlich ganz schön, auch passend hier zur Wohnung. Und ich denke, hier in dem offenen Regal würde das ganz gut aussehen und da einfach das Brot reinpacken. Hat mir jetzt gefallen. So, jetzt kommen so ein paar kleinere Sachen. Ich zoome euch mal hier ein bisschen mehr ran. Habt ihr eigentlich ja schon gesehen, ne? Diese kleine Handnähmaschine, da bin ich echt gespannt drauf. Hier, wie man sieht, wurde die auch benutzt. Bin ich gespannt. Muss ich noch ein bisschen rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Aber bin ich froh darüber. Dann nochmal zwei kleine Vasen. Einmal die fand ich auch süß. Also das ist so wirklich so der Geschmack, was ich so mag. So mit Blümchen und so. Die auch, also total niedlich. Mag ich einfach total gerne als Deko. Dann einmal hier diese, nicht Servietten. Was sind das, Servietten? Tischunterleger? Also finde ich richtig schön. Ist genau mein Geschmack. So einfach, ja, als Deko-Element, wenn man jetzt den Tisch deckt oder so. Schade, dass es davon nicht mehr gab. Das ist richtig schön, so diese Leinoptik mit der Spitze. Schaut mal, wie schön das aussieht. Ja, natürlich noch vorher gebügelt, also die finde ich richtig, richtig schön. Und dann kommen wir auch schon zum Ende. Hier habe ich noch so ein gehäkeltes Deckchen geholt. Das ist eigentlich eher, weil ich wollte dieses Muster aufs Brot bringen. Vielleicht kennt ihr so auf Instagram diese Videos. Ich gucke ja so Brotbackvideos und da machen viele, dass sie den so eine Spitze rauflegen und dann mit Mehl und dann hat man sozusagen das Spitzenmuster auf dem Brot. So dafür habe ich es gedacht. Mal gucken. Diese zwei Sachen, ich fand die jetzt eigentlich ganz hübsch. Mit einer Spinne dabei. Das fand ich eigentlich ganz schön mit dieser Holzoptik. Und das Baby dazu. So. Zu meiner Kollektion passend. Das sieht aus wie die kleine Mama. Oh, eine kleine Tochter von der hier. Ja. Das mag ich. Mal wieder irgendwas verändern. Irgendwo schöne Vase hinstellen. Ja, also das waren die Sachen, die ich jetzt für uns behalten habe. Ich räume hier alles mal weg. Ich sag, die Sachen muss ich noch sauber machen. Und dann geht's los hier. Da habe ich doch glatt vergessen, mich direkt von euch zu verabschieden, denn ich habe direkt auch weiter gevloggt, aber jetzt auch gerade das Video geschnitten und gemerkt, dass es lang genug ist. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben. Ich habe jetzt mittlerweile mich so eingespielt, dass ich es immer so ganz gut finde, wenn die Videos so 30 bis 35 Minuten lang sind. Aber falls ihr sagt, nee, es kann ruhig 40, 45 Minuten lang sein, dann sagt mir gerne Bescheid. Aber ja, ich beende das Video für diese Woche, beziehungsweise ja für diesen Mittwoch, war jetzt ein bisschen verspätet, tut mir leid. Aber Sonntag kommt direkt das nächste Video. Ich nehme euch da wieder mit durch den ganz normalen Alltag. Es wird sich ein bisschen mehr um den Haushalt handeln, weil ich habe hier echt viel zu tun und da nehme ich euch ein bisschen mit hier beim ja, Aufräumen, Putzen und ein bisschen Ordnung schaffen. Denn ja, es hat sich ein bisschen viel angesammelt. Ja, deswegen hoffe ich, wir sehen uns direkt am Sonntag wieder. Und ja, ihr lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und abonniert auch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und aktiviert auf jeden Fall die Benachrichtigungsglocke, um eben das nächste Video nicht zu verpassen. Also bis zum Sonntag. Bis dann.